Live-Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Montagnacht, wie immer, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mailadresse wie immer domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Claudia und Claudia ist 27 Jahre alt. Guten Morgen, Claudia. Morgen. Hallo, Claudia. Hallo. Was ist dein Thema? Ich führe eine Beziehung mit einem verheirateten Mann. Mhm. Wie lange schon? Seit einem halben Jahr. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Durch eine Freundin. Ja. Du wirkst. Ich bin nervös. Ja, du bist nervös, aber du wirkst auch nicht besonders zufrieden mit deiner Situation. Doch. 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 Warum rufst du mich dann an? Ich muss ja mit einem drüber reden. Ich kann das sonst nicht anders. Ja. Also seit einem halben Jahr mit einem verheirateten Mann. Eine Beziehung. Ja. Was für eine Beziehung ist das? Ist das eine mittlerweile schon Liebesbeziehung oder eine Sex-, eine Bettbeziehung? Ich habe mich sofort ich habe mit ihm MMS ausgetauscht. Mhm. Und auf den ersten Blick sofort verguckt. Mhm. Ich so, wow. Und das ist er. Und als ihr euch dann getroffen habt, das erste Mal, wurde das bestätigt? Ja, durch meinerseits, ja. Ich habe ihm das zum Ausdruck gegeben. Ja. Mit einem Lied. Mit einem Lied? Mit einem Lied sogar sofort sogar. Du hast ihn, wo habt ihr euch denn das erste Mal getroffen? Bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause, was übrigens sehr gefährlich ist. Muss ich mal nochmal so sagen. Man sollte sich nicht beim ersten Mal gleich zu Hause treffen. So. Wir haben sofort offen geredet über alles. Ja, wir gut, haben telefoniert, alles. Und ja, aber es können auch schlimme Sachen da passieren. Nun gut, es ist gut gegangen, darüber freuen wir uns. Ja. Er kam zu dir nach Hause und du hast ihn mit einem Lied begrüßt und deine Gefühle... Nein, wo ich ihn verabschiedet habe. Ach so, mit was für einem Lied? Von den Toten Hosen, Alles aus Liebe. Oh. Aber er ist ein bisschen hart und scharf geschossen nach ein paar Stunden, finde ich. Nach ein paar Stunden ist gut. Er war ganzes Wochenende bei mir. Trotzdem. Nach ein paar Tagen. Also so ein Lied, finde ich, sollte man vielleicht nach ein paar Monaten jemandem vorspielen. Und nicht schon, du verschießt ja dein ganzes Pulver, wenn du so früh schon die großen Liebeserklärungen machst. Nein, ich wollte es ihm nur sagen. Ist mir schon klar, dass du es ihm sagen wolltest. Ich konnte es ihm am Telefon nicht sagen. Ja. So, aber wichtig ist, für mich ist wichtig, wie er, was er sagt. Was bist du ihm denn? Er hat mich auch ganz doll lieb, sagte er immer. Und hat dich ganz doll lieb, na gut. Aber ganz doll lieb haben wir ja ganz, ganz viele Sachen. Was ja, und ihm liegt auch viel an mir. Ja. Sagt er sogar, also per Telefon, wenn wir uns sehen, sagt er es mir auch ständig. Ja. Du bist, um das nochmal klarzustellen, ich bin davon ausgegangen, du bist nicht noch in einer Beziehung. Du bist eigentlich solo. Ja. Du bist eigentlich solo. Wie lange ist er denn schon verheiratet? Er ist 4 Jahre verheiratet. Wie alt ist er? Er ist 36 dieses Jahr. Haben die Kinder, die beiden? Nein. Nein. Wie spricht er denn bei dir über seine Ehe? Die ist kaputt. Die ist kaputt? Einfach kaputt. Also er spricht... Also die zanken sich nur noch. Ja. Und warum ist er dann mit seiner Frau noch zusammen? Ja, nicht mehr lange. Die sind schon im Begriff, sich scheiden zu lassen. Wenn das so stimmt, ist das ja für dich eine gute Perspektive. Ja. Wo liegt das Problem dann? Ja, wir sehen uns nur alle 14 Tage. Aha. Und wenn dann für einen Tag oder so nur. Ja. Oder wenn ich zu ihnen hinfahre, laufe ich ja ins Feuer rein, dann kann ich nicht so reden, wie ich gerne möchte. Wo besuchst du ihn denn, wenn du... Zu Hause. Ja, aber seine Frau, wo ist die? Auch zu Hause dann. Wie bitte? Die ist auch, ja. Die ist zu Hause und du besuchst ihn? Ja. Du besuchst die beiden quasi? Ja. Und was denkt die Frau, wer du bist? Sie weiß, dass es einmal bei uns gelaufen ist. Aha. Aber seitdem nicht wieder.
Ja, aber trotzdem. Und die lässt dich dann in ihre Wohnung und ihr sitzt dann alle drei friedlich am Tisch und trinkt ja. Kaffee. Ja. Und du übernachtest auch da? Ja. Ach, das glaube ich nicht. Doch. Wo gibt's denn sowas? Ich schlafe aber im Wohnzimmer, muss ich dazu sagen. Ja, was sind denn das für Zustände? Da kommt die Geliebte und die schläft im Wohnzimmer auf der Couch und am nächsten Tag kocht ihr gemeinsam Mittag, oder was? Ja. Aber dann ist das doch irgendwie völlig, völlig schon abgeklärt bei denen, oder? Nein. Was glaubt die denn, wer du bist? Da ist einmal mal was gelaufen und warum fährst du da jetzt immer hin, ihn besuchen? Als guter Freund ist das für ach mich, so, meint sie. Ach so, als gute Freundin. Ich verstehe, die gute Freundin kommt da, ne? Die Busenfreundin. Die gute Freundin von Mann, die mal Seelsorge haben muss, dass sie mit einem sprechen kann. Versucht sie denn mit, das ist ja schon sehr komisch, versucht sie denn mit dir auch gut Freundin zu werden? Ich versuche es nicht, aber wir reden auch nun mal miteinander. Ja. Also, dass es nach außen hin wirkt, dass ich jetzt nur mit ihm reden will. Ja, ja. Sonst nicht. Wenn du da nachts auf der Couch im Wohnzimmer schläfst, ja. Kommt er dann schon mal runtergehuscht, reingehuscht aus seinem Schlafzimmer zu dir? Kurz, ja. Mann, oh Mann, so geht das doch nicht weiter. Ja. So geht das doch nicht weiter, Claudia. Das ist doch kein Zustand. Was sagt er denn? Was gibt er dir denn so für eine Aussicht? Sagt er, in einem halben Jahr bin ich geschieden und dann sind wir beide ein Paar? Oder was sagt er? Er hat mir als erstes gesagt, sofort, mach dir keine Hoffnung. Ich bin auch verheiratet und zurzeit habe ich kein Interesse an einer Beziehung. Hat er erst zu mir gesagt. Aber das hat sich jetzt geändert, oder wie? Ja. Und was sagt er jetzt? Ich bin drauf und dran, meine Klippen, meine Sachen also zu packen. Ja. Und ab nach ihm zu hinzuziehen in den gleichen Ort. Du? Ja. Das ist jetzt auch eine interessante Information, aber meine Frage war eigentlich, was sagt er? Was gibt er dir oder euch für eine Perspektive? Gibt er euch überhaupt eine Perspektive? Ja, mich liebt er. Na gut, das ist noch nicht immer noch nicht die Antwort. Sagt er, ich will mit dir, Claudia, beispielsweise in einem halben Jahr zusammenziehen und ich werde mich von meiner Frau trennen? Fragt er das? Sagt er das so? Er sagt es. Er wäre für mich alles bereit zu tun. Ja. Er wäre sogar bereit, hierher zu ziehen, wo ich wohne. Ja. Ich wohne 250 Kilometer von Ihnen entfernt. Ja. Wenn er das könnte, von heute auf morgen wegen Arbeit und so alles. Könntest du das denn wegen der Arbeit zu ihm zu ziehen? Hast du keine Arbeit? Moment. Doch, habe ich. Also ist das bei dir auch nicht so einfach? Doch, ich würde das sogar machen. Aber dann würdest du dann. Ich wäre alles bereit aufzugeben. Ja, nur mal langsam, Claudia. Ihr seid mal erst ein halbes Jahr zusammen. Ich verstehe ja, dass man da wirklich jeck ist und durch den Wind, wenn man verliebt ist. Aber wirf mal nicht so schnell deine Existenz hin, bevor du nicht tausendprozentig weißt, dass der das wirklich ernst meint mit dir. Er schreibt es mir. Ja, aber die Tat... Er hat mir sogar nach dem ersten Wochenende, wo wir uns gesehen hatten. Weißt du, Claudia, schreiben kann der Mensch viel. Reden kann der Mensch auch viel. Entscheidend sind die Taten. Entscheidend ist, was hinten rumkommt. Wenn der sich wirklich von seiner Frau trennt, wenn das alles so kaputt ist, wie du sagst, ja. So, und er wirklich dir beweist, dass er mit dir zusammen sein will, dann kann man solche Sachen machen. Aber mach es nicht vorher. Plötzlich gibst du deine Arbeit auf, deine Wohnung auf und ziehst dorthin und dann wohnst du da und dann kommen vielleicht ganz andere Sachen zutage, dass er eben dich doch nicht wirklich will. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich bin mir aber sicher. Ja, trotzdem. Also er gibt mir auch die Sicherheit. Ich kann mit ihm alles ausleben. Dass ich mit keinem anderen leben konnte. Was kannst du denn mit ihm ausleben? Meine sexuellen Fantasien. Zum Beispiel? Ich habe eine 7-jährige Beziehung hinter mir. Ja. Der wollte in Anführungszeichen nur Blümchensex. Mhm. Also zu Hause. Mhm. Und ich so, da bin ich nicht für. Mhm. Ich mag das auch mal, dass ein Reiz da ist. Mhm. Mal im Freien. Ja. Zum Beispiel. Also, ja, ja, sowas. Oder im Auto oder ja, wo es gerade geht. Mhm. Und das kann ich mit ihm machen. Hat er denn eigentlich noch Sex mit seiner Frau?
Nein, notgedrungen. Ja. Wenn sie mal Lust hat. Hm. Aber da läuft nicht mehr viel bei denen. Nein. Nee. Er hat mir letztens eine Nachricht geschrieben. Ich lag im Bett, ich habe mir die Nachricht durchgelesen. Ich so, Junge, tickst du nicht mehr ganz echt? Da habe ich nur bei mir gedacht, ersten Moment, deine Frau liegt neben dir. Mhm. Wo ich die Nachricht gelesen habe, ich so, der liegt jetzt im Bett und seine Frau liegt neben ihm und er schreibt mir sowas. Mhm. Ich so, nee. Da habe ich ihn erstmal drauf angerufen. Ja. Ich so, bist du ganz wahnsinnig geworden? Moment, ich gehe mal eben raus aus dem Schlafzimmer. Ja. Bleib mal im Ohr und so, sagt er. Ich so, ja, ist okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Claudia. Ich würde an deiner Stelle erstmal schön da wohnen bleiben, wo ich wohne. Und würde mal gucken, wie der Typ sich mir gegenüber sich weiter verhält. Und ob der es ernst meint. Ja, er sucht mir sogar schon einen Job. Bitte? Er würde mir schon einen Job suchen, eine Wohnung suchen. Ja, aber dafür sollte er sich erstmal von seiner Frau trennen. Ich finde, das ist der allererste Schritt. Und dann, es kann natürlich sein, dass der gerne will, dass du in seiner Nähe bist. Aber für dich ist es ja ist nur schön, wenn du auch dann, wenn ihr beide alleine seid und wenn eure Beziehung, wenn er nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Also, ich bitte dich einfach nur ein bisschen vorsichtig zu sein und nicht da vielleicht in dein Unglück zu rennen und die ganze Sache schon ein bisschen kritisch zu sehen. Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber einfach ein bisschen vorsichtig, bevor die Wohnung da eingerichtet wird, sollte er sich von seiner Frau getrennt haben. Und dann kommt die Wohnung. Okay? Okay. Könnte ich noch ein Autogramm kriegen? Christi, Claudia, musst du nur warten, musst du noch mal auflegen und wir rufen dich an wegen der Anschrift, okay? Alles klar. Tschüss. So, ich hoffe, unser nächster Anruf hat eine bessere Leitung. Das war ja wieder so ein bisschen wurstelig. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier ist Thomas. Thomas ist 54. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Ja, die Leitung ist perfekt. Ich verstehe dich sehr gut. Prima. Thomas, um was geht's bei dir? Beziehungsstress mit verbunden mit der Hunderasse Rottweiler. Beziehungsstress verbunden mit der Hunderasse Rottweiler? Jo. Erklär mir bitte die Einzelheiten. Ich mach's mal ganz kurz. Bitte. 13 Jahre Beziehung ohne Eheschein. Ja. Davon sind wir 11 Jahre begleitet worden von einem Rottweiler Mixrüden. Ja. Den wir als Welpen bekommen haben. Ja. Das war eine ganz tolle Sache. Den habt ihr euch beide ausgesucht? Den habe ich damals mit der Stieftochter zusammen ausgesucht und meine Lebensgefährtin hat ihn dann notgedrungen akzeptiert. Achso, sie wollte ihn von Anfang an nicht wirklich haben? Richtig, ja. Auch nicht, als sie dieses kleine Bündel süße, putzige Hundchen da gesehen hat? Sie kam in die Wohnung rein und er war den ganzen Tag, wo er alleine war, sie hatte damals Spätschicht, ja, war absolut ruhig, hat keinen Ton von sich gelassen. Wir haben schon gedacht, wir haben einen Taubstummhund eingekauft. Ja. Und wie sie dann reinkam, er hat sie begrüßt, es war die große Liebe auf den ersten Blick. Ach so, also er hat sie gleich gemocht. Er hat sie sofort gemocht und es hat sich auch diese 11 Jahre, wo er uns begleitet hat, nichts daran geändert. Wie geht die Geschichte weiter? Wir mussten ihn im Dezember alterskrankheitsbedingt einschläfern lassen. Mhm, es war Riesentrauer, ein Riesenloch natürlich in der Familie. Mhm. Ja. Mhm. Haben dann gesagt, naja, vielleicht im Herbst 2006 irgendwann suchen wir uns wieder mal einen Hund. Mhm. So, das Loch war aber so riesengroß, dass wir am Rosenmontag nach diversen Internetrecherchen dann Kontakt aufgenommen haben und haben gesagt, wir brauchen wieder einen Hund. Mhm. Und wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, einen Hund aus zweiter Hand. Ja. Jo. Ja. So, haben also einen Hund bekommen. Wieder ein Rottweiler? Das ist jetzt ein echter Rottweiler. Ein echter Rottweiler? Wie, so, wie alt? 2,5 Jahre alt. Ja. Und das war 12 Wochen lang der Traumhund hier innerhalb unserer Beziehung. Ja. Absolut der Traumhund. Ja. Auch sie hat davon nur geschwärmt. Ja. Nur vergangene Woche hat er leider Gottes die Katze von der Nachbarin gekillt. Oh. Da hört der Spaß auf. Pff, du, die haben sich beide frei auf der Straße getroffen und die Katze ist statt stiften zu gehen, ist er auf den Hund zugelaufen. Mhm. Mhm. Und er hat zugefasst. Mhm. Ja. So. Jetzt ist die Nachbarschaft erstmal gestört, kann ich mir nicht vorstellen. Nö, die Nachbarschaft ist gar nicht gestört. Nee, die haben da Verständnis für, oder was? Nee, die sehen das realistisch. Weil ein Hund... Der Hund und Katz treffen sich auf freier Flur. Und ja, schon, wenn die Katze nicht wegläuft, dann zieht sie den Kürzeren. Eine normale Katze läuft rechtzeitig weg. Mhm. Ja. Und da ist das Ganze kein Thema. Mhm. Ja. So, jetzt... Mit der Nachbarschaft ist alles klar, aber jetzt bin ich gespannt, was deine Freundin... Jo, die hat mich am Wochenende vor die Wahl gestellt, Rottweiler oder sie. Ach.
Weil sie das so geschockt hat, dass der Hund das gemacht hat. Sie ist von ihrem Ursprung her, wie ich sie kennengelernt hatte, sie zwei Katzen. Sie ist also ein absoluter Katzenfan. Eine Katzenfreundin. Und da blutet einer Katzenfreundin natürlich das Herz. Hat sie es gesehen auch noch, wie der Rottweiler? Nein. Nein. Das Nein. war ja bestimmt der auch... Der Hund war mit mir unterwegs. Ach, du warst dabei? Ich war dabei, selbstverständlich. Du hattest ihn nicht an der Leine? Ich hatte ihn nicht an der Leine. Ein Rottweiler gesagt, sollte man an der Leine. Nee, wieso muss ich einen Rottweiler an der Leine führen? Finde ich schon. Nö. Ja, ich zucke immer zusammen, wenn ich Leute mit Rottweiler sehe, die nicht alleine sind. Das sind die Hunde, die haben es ja in sich unter Umständen. Gibt es nicht Rottweiler da, wo hat du einen ganz natürlichen Schutztrieb, aber es gibt... Ja, sagen immer alle Rottweiler-Besitzer. Ist mir okay. Schon klar, er will ja nur spielen. Da, wo du wohnst, gibt es keinen Leinenzwang für Rottweiler? Nein, ich wohne in Hessen. Und da ist das locker? In Südhessen. Ah ja. Und da besteht, gelten Rottweiler Gott sei Dank nicht als Kampfhunde. So, dann hast du das gesehen und konntest du nicht dazwischen gehen? Ich habe es im ersten Moment nicht gesehen. Ich habe es nach 3 Sekunden wahrgenommen. Ja. Hab dem Hund den Befehl ausgegeben. Der Hund hat sofort die Katze freigelassen. Sie ist weggelaufen. Ah ja. Ja. Und ja. Und ist aber dann... Ich habe mich dann kurzfristig mit der Nachbarin in Kontakt gesetzt. Ja, ja. Und die Katze ist dann verstorben an den Verletzungen? Die Katze hat an dem Abend noch gelebt. Ja. Die Besitzerin hat die Katze sofort zum Tierarzt gebracht. Ja. Ja. Und die Katze war unter Schock. Die hat also in dem Moment auch nicht geschrien, sich nicht gewehrt, gar nichts. Mhm. Okay, so die Geschichte ist soweit klar. Jetzt ist deine Freundin ist eine alte Katzenliebhaberin und ihr tut das in der Seele weh, was da passiert ist. Und sie hat jetzt tatsächlich gesagt, entweder bleibt dieser Hund bei dir und ich gehe oder ich, deine Freundin, bleibe bei dir und der Hund geht. Ja, und ich habe gesagt, der Hund bleibt. Ist doch nicht dein Ernst. Doch, ist mein voller Ernst. Muss ich dazu sagen, um es klar zu machen, 13 Jahre alte Beziehung. Ja, eben. Ja. Und sie ist ein bisschen eingeschlafen, diese ganze Beziehungskiste. Ja. Ja. Also war das nur der I-Punkt? Auf das war für mich nur der I-Punkt. Ach so. Also traust du der ganzen Sache gar nicht so sehr nach. Irgendwann hätte es eher... Der Beziehung traue ich ganz ehrlich gesagt nicht nach. Ich nehme momentan den Hund voll in Schutz. Ja. Aber deshalb, weil die Beziehung auch schon eigentlich kaputt war. Kaputt möchte ich naja, nicht sagen, Jürgen. Ausgelebt. Ausgelebt. Ausgelebt, sagen wir so. Wiederum, war euch das vorher auch schon so klar, dass die Beziehung eigentlich marode war? Mir ist es schon seit 3-4 Jahren klar, dass die Beziehung marode war. Ah ja, und ihr auch? Weiß ich nicht. Wie hat sie denn reagiert, als du gesagt hast, nee, ich entscheide mich für den Rottweiler und nicht für dich, meine Frau? Ja gut, sie wohnt jetzt 2 Etagen unter mir. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, was sie macht. Nein, aber wie hat sie in dem Moment reagiert, als ihr gesprochen habt? Und du hast gesagt, nee, pass auf, ich nehme meinen Hund und nicht dich. Hat die nichts gesagt? Ist sie weggegangen? Hat die geweint? Nee, sie sagt nie was. Sie sagt nie was. Es waren schon vor Jahren sexuelle Probleme. Mhm. Ja. Ich habe sie direkt darauf angesprochen und es kam nichts. Glaubst du denn, dass sie mehr noch an dir hängt, als du an ihr? Jürgen, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Weil wenn das nämlich der Fall wäre, setzen wir das mal voraus, ist das natürlich eine ganz schlimme Geschichte, die jetzt da gerade abgeht. Wenn ich jemanden liebe und der entscheidet sich eher für einen Hund als für mich, ist das natürlich eine Katastrophe. Richtig. Aber es kann ja auch sein, dass sie auch in ihrem Tiefsten unzufrieden war und das irgendwie jetzt als Fügung hingenommen hat. Jetzt hat der Hund quasi entschieden. Wenn wir beiden erwachsenen Menschen das nicht hinkriegen, uns zu trennen, dann musste erst der Hund kommen, um Fakten zu schaffen. Ich gehe davon aus, dass er aus ihrer jahrelangen Arbeitslosigkeit heraus eine gewisse Unzufriedenheit entstanden ist, die das irgendwo noch, ich sag mal, positiv gefördert hat. Ja. Ihr wohnt jetzt in einem Haus, hast du? Wir wohnen in einem Haus. Mhm. Das heißt, ich wohne im Dach, sie wohnt momentan in der Souterrainwohnung. Ist das euer Haus oder wohnt ihr da zur Miete? Das ist mein Elternhaus. Und ja. Wie ist denn das, wenn ihr euch jetzt im Treppenhaus oder im Garten oder auf der Straße seht? Stillschweigendes aneinander vorbeigehen. Böse Blicke zum Hund? Nein. Nein? Nein. Nein, nein. Nein.
Es ist jetzt keine Stresssituation, dass hier die Funken fliegen oder was. Könntest du dir denn vorstellen, wenn sich das Ganze jetzt so ein bisschen beruhigt hat, dass ihr beide einfach so auf freundschaftlicher Basis miteinander verkehren könnt? Weiß ich nicht, Jürgen. Weiß ich nicht, aufgrund... Wäre es dir lieber, wenn sie aus dem Haus auch ausziehen würde? Ich weiß es nicht, Jürgen. Ist alles noch zu frisch? Ich sage jetzt nicht zu frisch, sondern das ist die ganz alte Problematik. Ich brauche bei ihr einen Korkenzieher, um überhaupt irgendwas zu erfahren. Da muss ich wirklich mit dem Korkenzieher und das ging Tage, Wochen, Monate bohren. Und das ging all die Jahre so? Das ging all die Jahre so. Das haben wir uns im Prinzip kennengelernt. Und irgendwie, mittlerweile, hattest du die Faxen dicke? Ich hab sie dicke, ja. Ja, ja, okay. Dann ist das wirklich, der Hund der Auslöser. Wahrscheinlich wäre es dann über kurz oder lang passiert. Es wäre mit Sicherheit über kurz oder lang passiert. Und du erzählst das eigentlich so in einem Ton, der fast schon der Erleichterung. Nicht Erleichterung, Jürgen. Die Verhältnisse sind geklärt jetzt. Ich hab's für mich geklärt. Und das ist immer gut, wenn man etwas für sich klärt. Sehe ich so. Ja, naja, deswegen so meine ich das irgendwie mit Erleichterung. Du wirkst nicht traurig oder sentimental oder so. Nein, bin ich auch nicht. Du hast deinen Hund, damit bist du froh. Ich bin nicht von dem Hund abhängig. Nein. Ich könnte auf den Hund notfalls verzichten. Ja. 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 Aber ich weiß, was der Hund erlebt hat. Ja. In seinem früheren Leben. Ich habe ja Kontakt zur Vorbesitzerin. Ach so, und der hat keine guten Sachen erlebt, das Tier. Der hat sehr gute Sachen erlebt. Aha. Ja, nur der hat 4 Monate eine Art Tierheim erlebt. Mhm. Das heißt eine Rottweiler Auffangstation. Ja. Und das will ich dem Hund nicht mehr antun. Und ich lasse mal von meiner Partnerin nicht sagen, dass dieser Hund jetzt, nur weil er eine Katze getötet hat, dass das eine Bestie ist. Ja, also nur ist vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber du hast die Umstände erklärt und diese sind schon nachvollziehbar, dass natürlich ein Tier dann auch so reagiert. Da hast du völlig recht. Ich habe noch eine Frage zu deiner Partnerin oder Ex-Partnerin. Damals, als ihr euren Halbrottweiler hattet, 11 Jahre lang, hat sie sich dann im Laufe der Jahre mit dem schon sehr angefreundet? Das war genauso wie mit ihm jetzt in den 12 Wochen, wo wir diesen Rottweiler haben. Ja. Das war, Entschuldigung für den Ausdruck, Backerarsch. Ja. Vielleicht. Und ging nur an ihr. Vielleicht hat sie das ja auch wirklich so als Aufhänger genommen. Sich jetzt so deshalb, sie hat den Hund vielleicht auch vorgeschoben. Vielleicht hat sie es auch so gemacht. Jürgen, ich wäre dankbar, wenn ich da mehr wüsste. Aber letztendlich ist es ja für dich auch egal. Du hast für dich eine Klärung getroffen und das reicht aus und es ist gut so. Jetzt ist die Frage, wie das weitergeht, ob ihr euch da versteht in dem Haus oder ob es da irgendwann noch mal Konflikte gibt. Und das muss man sehen. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe es auch nicht. Ja, dann wünsche ich dir gutes Gelingen mit deinem Hund weiterhin und vor allen Dingen, dass er nicht wieder irgendwas anstellt. Vielleicht könnte man solchen Situationen aus dem Weg gehen, wenn man ihn anleinen würde. Ich leine meinen Hund immer an, wenn es die Situation erfordert. Ja, aber vielleicht hätte es diese Situation auch erfordert. Aber ich will mit einem... Auch meine Lebensgefährtin, Jürgen, ist mit dem Hund ohne Leine. Wir wohnen sehr ländlich, das heißt, ich habe 70 Meter, bin ich im freien Feld. Verstehe. Ja. Ich will mit einem Hund... Und auch meine Lebensgefährtin ist mit dem Hund ohne Leine hier aus dem Feld zurückgegangen. Gab es noch keine Katze ans bisher. Wohnhaus. Aber ich will gar nicht mit einem Hundebesitzer über so etwas streiten. Das endet immer im Streit und endet nie gut, weil man da ganz andere Auffassung ist. Ich bin sicher, dass du die Sache schon so managen wirst, wie es richtig ist. Und wünsche dir, vor allen Dingen euch da in dem Haus, irgendwie ein gutes Gelingen für eure Zukunft. Okay. Lieber Thomas, alles Gute. Herzlichen Dank. Darf ich schon ein Autogramm von dir bekommen? Ja, du legst bitte auch auf, wir rufen zurück. Tschüss. Okay, danke Jürgen. Tschüss, alles Gute. Danke. Morgen, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, ich habe mich angesteckt. Ich möchte mich mit euch unterhalten über Ansteckvorgänge, über Situationen, wo ihr euch vielleicht eine schlimme Krankheit geholt habt, sei es vielleicht eine HIV-Infektion, sei es eine Geschlechtskrankheit, sei es vielleicht eine Krankheit aus fernen Ländern. Vielleicht seid ihr angesteckt worden von jemandem, der wusste, dass er krank ist und hat euch ins Messer laufen lassen. Vielleicht wusste die Person aber auch nicht Bescheid. Also, morgen heißt das Thema, ich habe mich angesteckt.
Ihr könnt heute schon mailen zu dem Thema oder natürlich morgen während der Sendung anrufen und auch eine Stunde vorher. Hier ist Christian. Christian ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Christian. Ja, guten Morgen. Hallo Christian. Ja. Bist du draußen? Das Problem ist eigentlich, dass mein Vater an Krebs erkrankt ist. Bist du gerade draußen? Ja, ich muss zwangsläufig, weil ich im Wachdienst bin und meinen Revierdienst habe. Ja, es ist so ein, es klingt wie Sturm auf dem Handy. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen geschützter, ja, Ecke. Das wäre schön, weil ich das nicht ganz verstanden. Dein Vater ist erkrankt? An Krebs. An Krebs, ja. Bauchspeicheldrüsenkrebs, Magen-Enddarm-Krebs und die Leber ist auch schon angegriffen zu 60%. Mhm. Das Ganze ist seit Ostern letzten Jahres. Ich muss dazu sagen, mein Vater ist 1,87 groß gewesen und ein Baum vom Mann als Boxer, früher schon gewesen. Boxer gewesen? Ja. Mhm. Ein Herz und eine Seele von einem Menschen und ist jetzt mittlerweile runter 50 Kilo minus. Oh. Das heißt, ein Strich in der Landschaft. Mhm. Und wir versuchen ihn so gut wie es geht, hostlich zu pflegen. Mhm. Wobei das jetzt seit 3-4 Monaten hin und her geht, Krankenhaus, Schmerztherapie, dann hat er so ein mobiles Schmerzgerät, wo direkt in den Rückenmark Morphine reingesetzt werden. Mhm. Ja, und mich schmeißt das Ganze völlig aus der Bahn raus. Mhm. Weil du da auch sehr mit beschäftigt bist, mit der Pflege und auch mit der Organisation der ganzen Sache. Ja, ich mache, weil Mutter permanent zu Hause ist, so irgendwie einen Einkauf zu machen soweit. Mhm. Vater zum Krankenhaus zu fahren, zu unterstützen, zu machen. Dann war die Chemo dazwischen gewesen vor 3 Monaten. Ja. Auch zum Krankenhaus hin, Krankenhaus wieder zurück und ich habe nur Nachtdienst. Wie viele Menschen kümmern sich denn um ihn? Das bist du, das ist deine Mutter, gibt es sonst noch Geschwister? Mein Bruder, der ist 19, der hängt sehr an meinem Vater, also ist völlig aus der Bahn geschmissen. Mhm. Ich versuche eigentlich so ziemlich im Leben zu stehen und alles zu machen, was in meiner Macht steht, aber irgendwie mittlerweile geht bei mir die Luft raus. Weil mir das alles viel zu nahe geht. Weil ich mittlerweile schon gar nicht mehr weiß, wo eigentlich der Sinn dabei ist. Ich mache zwar meinen Dienst und das mehr als Roboter, kann man schon bald bezeichnen. Ja. Wie alt ist dein Vater? 55. 55. Mhm. Ist ja überhaupt kein Alter. Nee. Weiß, kein Alter. Redet ihr über seine Situation mit ihm? Ja, wir haben auch schon über die Beerdigung gesprochen soweit, obwohl er noch im Leben ist. Mein Stiefvater oder mein Vater ist Jugoslawe, also wird er nach Jugoslawien ausgeführt und dann da beerdigt. Also ihm ist das völlig klar, dass er wird sterben müssen? Jetzt mittlerweile schon. Er hat sich jetzt die ganze Zeit dagegen gesträubt und sagt, er hat immer gesagt, irgendwie wird schon alles in Ordnung, ich mache jetzt Chemo, ist kein Problem. Und mein Bruder gesagt, dass er wieder gesund wird, aber der hat sich damit sehr lange nicht damit auseinandergesetzt, richtig. Und mittlerweile sagte er, okay, ich werde bald sterben. Die ganzen jugoslawischen Verwandten, Bekannten, alle kommen vorbei und helfen, wo sie können. Auch in der Familie ist der Zusammenhalt soweit gegeben. Hast du denn das Gefühl, dass dass er das für sich akzeptiert hat oder kämpft und hadert er sehr mit seinem Schicksal? Der hat das gar nicht akzeptiert soweit. Er hat es akzeptiert? Nö, gar nicht. Nicht akzeptiert? Nee. Er spricht zwar über den Tod, aber ich denke mal, das ist eher, weil er darüber reden muss, weil er merkt, dass es zu Ende geht. Er ist im Moment gerade zu Hause oder ist er stationär behandelt? Der ist jetzt zu Hause. Ist seit 4-5 Tagen, will auch seine Ruhe haben, will auch keinen sehen, außer Mutter, mein Bruder, der ist da. Und du gehst auch sicher hin, oder will er dich auch nicht sehen? Wir halten telefonisch soweit immer Kontakt. Ach so, aber du wohnst... Wenn ich nicht gerade zu Hause bin, weil ich nicht zu Hause wohne, ich habe ja selbst eine Beziehung. Ja, aber du wohnst nicht weit weg von den Eltern? Nein, in fünf Minuten bin ich da, wenn ich sein muss. Ja. Wie sieht denn die Prognose seiner behandelnden Ärzte aus? Sagt man darüber was? Ist eine reine Schmerztherapie, ist das. Mhm. Das heißt, er kriegt nur seine Morphine und sonst gar nichts. Die Ärzte sagen, damit er seine Hoffnung nicht verliert, okay, das ist in Ordnung und wir können nicht genau sagen, wann sie sterben, wir sind ja nicht Gott und sowas. Mhm. Es kann noch eine Woche dauern, vielleicht einen Monat, vielleicht ein Jahr, aber im Grunde ist das außerhalb des Patienten selbst, wie gesagt, zur Mutter, sehen Sie mal zu, dass der Sarg langsam organisiert wird und einen Morgen wieder nicht mehr wach werden. Verstehe, aber so eine Spanne von einem Jahr wäre durchaus noch denkbar.
Nein, absolut nicht. Ist absolut unrealistisch. Ich versuche ihm nur soweit die Hoffnung zu geben, dass er sich nicht selbst aufgibt. So, das heißt jetzt, da ist eine ganz schwere Situation in der Familie für euch alle. Immerhin seid ihr eine Familie, immerhin ist da noch der Bruder, da ist die Mutter und da bist du. Ja. Was ja schon mal sehr positiv ist. Es gibt Menschen, die ganz alleine in der schweren Situation sind oder vielleicht nur einen Anverwandten haben. Dann hast du gesagt, dass auch Verwandtschaft aus Jugoslawien kommt und auch beisteht. So ist es jetzt deine Aufgabe, Christian, auch wenn das super schwer ist und wenn dir das auch sehr ans Herz geht, da zu sein. Und wenn du noch so traurig bist, du musst da sein. Du musst für ihn da sein und du musst vor allen Dingen auch für deine Mutter da sein. Denn für die ist es wahrscheinlich das Allerschwerste, ihren Mann zu verlieren. Das machen wir so. Wir reden auch alle offen darüber, meine Mutter und ich und alles. Aber ich weiß nicht, mittlerweile ist mir das soweit egal. Ich mache meine Arbeit und alles und mit meiner Freundin alles in Ordnung. Und sie unterstützt auch so gut, wie sie kann, die Familie. Aber die Nerven liegen blank bei mir. Das heißt, normalerweise habe ich sehr gute Nerven wie Drahtseile, aber eine Situation war gewesen, dass ich im Stadion anlegen wollte mit einer ganzen Kurve zu prügeln, weil ich einfach aggressiv bin anderen Außenstehenden gegenüber, weil ich keine Nerven habe. Verstehe ich. Aber was gibt es da für eine Lösung? Da gibt es gar keine Lösung, als auf die Zähne beißen und seine Pflicht tun. Und die Pflicht ist, da zu sein. Und es auszuhalten. Weil er muss noch mehr aushalten als du. Ja, das weiß ich. Mein Bruder und ich, wir sagen jedes Mal, wenn wir uns darüber unterhalten, wir würden beide unseren rechten oder linken Arm dafür geben, dass es mir wieder besser geht. Das ist kein Schnupfen, das ist keine Grippe, wo man sagen kann, in ein, zwei Wochen ist es vorbei, ein bisschen Medikamente und fertig. Aber schau mal, guck mal, wir sitzen daneben und helfen da, wo wir so gut wir können. Aber wir können jetzt von seinem Leid und von seinem Schmerz abnehmen. Und das ist das Belastende für mich. Das ist das Belastende. Das ist das Schlimme. Und das ist so. Da kann man nichts dran machen. Aber du bist da und das ist schon sehr viel wert. Er hat seine Söhne um sich herum. Was meinst du, wie viel Unterstützung und wie viel Genugtuung und wie schön er das empfinden wird, dass die Jungs da sind? Und das kannst du geben. Und das andere, dass deine Nerven blank liegen, das musst du aushalten. Das geht leider nicht anders. Es ist ja auch gut, dass du mit deinem Bruder sprechen kannst. Dass ihr beide auch dann, wenn ihr aus dem Krankenzimmer raus seid, reden könnt miteinander. Er ist ja auch ein erwachsener Kerl und also kann man sprechen. Ja, das ist ja schon ein erwachsener Kerl. Und ich meine auch so, ich meine das jetzt wirklich nicht in irgendeiner Weise, verstehe es nicht falsch, aber es ist ja sogar eine absehbare Zeit, der Schwere, die vor euch liegt. Aber es wäre einfach eigentlich, wenn man versterben würde, schnell. Und anstatt für dieses über ein Jahr dieses Sterben auf Raten, das ist ja im Grunde kein Lebensstandard, wo man sagen kann, irgendwann ist es vorbei. Das geht von heute auf morgen, ist es weg. Oder ist er weg. Christian, das ist ja. Aber das ist kein normales Leben für ihn, für die Familie. Wir ertragen das, wir machen das schon, soweit wir helfen, wie wir können und wir unterstützen uns, wo wir können. Aber Christian, das Dumme ist dabei, dass er nicht wirklich von uns sagen könnte, pass auf, komm, wir helfen, wir können hier was machen, da was machen, dass es dir besser geht. Außer Morphine, und die schlagen auch mittlerweile nicht mehr an, ist da gar nichts mehr. Ich glaube, dass man lernen muss, in so einer Situation auch zu akzeptieren, dass der Vater todkrank ist, dass der Vater quasi im Sterben liegt. Dass man, wenn man dieses erstmal akzeptiert hat, ich glaube, dass es einem dann schon mal etwas besser geht. Dass man selbst nicht noch kämpft und hofft irgendwie, dass das Unmögliche noch geschieht. Wenn die Situation so klar ist, wie du sie geschildert hast, ist der erste Schritt, dass man es selbst akzeptiert. Der zweite Schritt ist, dass man ihm die Zeit, die ihm bleibt, dass man ihm die so gestaltet, dass er keinen Hunger hat, dass er keinen Durst hat, dass er keine Schmerzen hat und dass man da ist. Ja, das machen wir. Ich sage dem Papa jedes Mal, er sagt immer, ja, ich werde bald sterben, ich bin bald weg. Sag ich, Papa, ich bin jedes Mal froh, wenn ich ankomme zu Hause bei euch und du bist noch da, ich kann mit dir reden, wir können unsere Gedanken austauschen. Ja, das ist doch ein toller. Darüber bin ich glücklich, dass ich das noch kann. Ja, das ist doch ein toller. Viele Leute kommen vorbei und sagen, ja, du bist todkrank, die haben Tränen in den Augen und akzeptieren im Grunde nicht, dass er so krank ist. Die reden sich das auch schön und wir versuchen das in der Familie so zu handeln, dass er immer noch ein vollständiges Mitglied ist, ohne dass wir sagen müssen, wir müssen Rücksicht nehmen, Papa ist krank, wir müssen dies, wir müssen das, wir versuchen ihn vollständig einzubinden. Aber Christian, da macht er genau das Richtige. Und ich kann dich nur ermutigen, das
dass ihr das genauso weitermacht. Und dass du gegen deine Erschöpfung angehst innerlich, die verständlich ist, aber da musst du jetzt durch. Mach das genauso weiter, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist genau der richtige Weg, finde ich. Dass du hinterher, wenn er verstorben sein wird, dass du für dich dastehst und du dir keine Vorwürfe machen musst. Dass du auch später noch sagen wirst können, ich habe alles damals richtig gemacht. Mehr konnte ich nicht machen. So musst du jetzt handeln. Und das ist manchmal zu wenig. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas noch vergessen habe, irgendwas zu erledigen oder irgendwas noch für ihn da zu sein. Speziell irgendwie, dass ich sagen kann, wir waren wirklich für ihn da gewesen. Aber irgendwie... Ja, das denkt man natürlich. Ich den Herzen dahin und ich komme schwer bedrückt wieder nach Hause. Natürlich, weil ich sagen könnte, ich schmeiß Klamotten in die Ecke und ich habe die Nase voll. Und das ist absolut nicht mein Ding, weil ich sonst eigentlich ein sehr lebensbejahender Mensch bin. Also Christian, ich glaube, wir haben alles besprochen. Und macht es so weiter, wie ihr es bisher gemacht habt und steht dem Vater bei und seid da. Und wenn du nicht mehr kannst, sprich dich bei deinem Bruder aus oder bei Freunden. Und mach keine Dummheiten mit irgendwelchen Schlägereien oder so. Nicht, dass du noch irgendwie jetzt in Schwierigkeiten und Komplikationen gerätst. Nicht zwingend, nein. Nein. Ich wünsche dir... Das ist nicht so oft, dass ich aggressiv vorgehe, das ist halt so wild. Ja. Dann wünsche ich dir und deiner Familie alle Kraft und alles wirklich Gute und alles Liebe. Okay. Auf Wiederhören, Christian. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr mich gerne erreichen wollt. Wir haben eine freie Themennacht heute und wenn ihr anrufen wollt, könnt ihr zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, plaudern wollt, was auch immer. Mike ist hier. Mike ist 25. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Mike. Also bei mir geht es ums Thema Fremdgehen. Gehst du fremd? Ja, leider. Also ich möchte schon gerne wissen, woran das liegen könnte, ob ich nur den Kick suche oder... Wie lange bist du denn mit deiner Liebsten zusammen schon? Ich war mit ihr ein Jahr lang verheiratet und nach einem Jahr hatten wir uns halt noch eine zweite Frau fürs Bett gesucht über eine Zeitungsannonce. Mhm. Das lief dann 6-mal gut, dann hat mir meine Frau zu verstehen gegeben, halt, dass sie das nicht mehr möchte. Mhm. So, dass sie auch keinen Kontakt mehr zu der Frau möchte und ich durfte aber einfach normalen freundschaftlichen Kontakt zu der Frau hegen. Mhm. Ja, das Problem war aber, ich habe dann halt nicht die Warnungen im Ganzen verstanden, dass sie das gar nicht mehr möchte. Mhm. So hatte halt noch weiterhin mit der Frau Kontakt und dann hat sie mich nachts in eine Nacht- und Nebelaktion verlassen, ohne dass ich was mitbekommen habe. Also du hattest mit dieser Frau noch Kontakt? Genau. Sexuellen Kontakt? Nee, sexuell nicht mehr, aber überhaupt so Kontakt. Und das wollte eigentlich wollte sie das aber auch nicht? Nee, das habe ich aber nicht so ganz verstanden. Also ich habe es gerade so verstanden, als hätte sie zu dir gesagt, so auf der Ebene kannst du, aber kein Sex. Genau, so hatte ich das auch verstanden, aber sie meinte das halt anders. Sie hat sich nun halt nicht getraut, mir das genau zu sagen. Nicht, dass ich sie jetzt geschlagen hätte oder so, aber sie hatte halt immer das Bedürfnis, ja, alles für mich richtig zu machen. Sie hat den Haushalt perfekt gemacht, sie war halt die perfekte Ehefrau, hat mir alle Wünsche versucht. So, jetzt hattest du noch Kontakt zu eurer Gespielin, sage ich jetzt mal so. Genau. Aber keinen sexuellen Kontakt. Nee. Und das hat deine Frau mitbekommen, dass da noch ein Kontakt herrschte? Ja, ja. Und daraufhin ist sie gegangen? Ja, das war halt so. Meine Gespielin, also wie du sie nennst, die hat halt noch 2-3 Nächte bei uns geschlafen, einfach so zu Besuch. So, und tja, da ist dann halt nachts meine Frau einfach gegangen, weil ich habe mich nicht zu meiner Frau zu der Seite gedreht und habe mich an ihr angekuschelt im Schlaf, sondern halt zu der anderen. Ach, die schlief dann doch im Bett. Moment, die schlief dann doch bei euch im Bett? Ja, ja, sie lag einfach nur im Bett bei uns. Na ja, gut, aber was ist denn das für ein Theater? Das ist ja. So, entweder hat man Sex oder man hat keinen Sex und dann schläft man auch nicht im Bett. Ja, das weiß ich jetzt auch. Beziehungsweise ich hoffe es jetzt. Du lagst in der Mitte und rechts die Gespielin, links deine Ehefrau. Genau. Wieso hat deine Ehefrau sich überhaupt darauf eingelassen, mit ihr ins Bett zu gehen? Ja, wie ich schon sagte, sie hat halt versucht zu vermeiden, dass irgendwelche Diskussionen mit mir aufkommen. Also, merkwürdig. Ja, aber das war halt nicht alles. Also ich bin dann mit meiner Gespielin zusammengekommen, haben dann in einer anderen Stadt gewohnt. Sie hatte aber in einer anderen Stadt noch ihre Familie und da ist sie auch regelmäßig am Wochenende hingefahren. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, wieder einen Dreier haben zu wollen. So, und sie hat aber direkt Nein gesagt. Wer ist jetzt sie? Die Spielerin oder deine Ex-Frau? Die Spielerin. Ja. Genau, mit meiner Ex-Frau lebe ich jetzt in Trennung, in Scheidung. Ja. So, und dann bin ich halt mit der Spielerin zusammengezogen, ein Jahr lang. Ja. Und sie hat halt in einer anderen Stadt noch ihre Familie und da ist sie regelmäßig hingefahren. Und ich hatte aber gefragt, ob wir nicht doch nochmal einen Dreier versuchen sollten. Und sie meinte, nee, du hast ja gesehen, worauf das hinausläuft. Das gibt nur Stress, weil irgendwie sind da immer Gefühle mit bei.
So, und dann habe also ich deine Idee war aber gewesen, irgendeine neue dritte Frau hinzuzuziehen. Genau. Also nicht deine Ex-Frau wieder. Genau, neue. Mhm. Eine ganz neue. Eine unparteiische eigentlich. Also eine, die halt keine Gefühle dabei hat. Ja. So, und das Problem war aber, sie hat halt Nein gesagt und ich habe dann in der ersten Zeit lang das immer wieder akzeptiert und irgendwann war halt das Verlangen nach so groß, dass ich halt irgendwelche Frauen kennengelernt habe und ja, dann haben wir das doch mal gehabt, ja. Also sind dann zwei andere Frauen zu mir nach Hause gekommen. Ja. Und meine Freundin, wie gesagt, die war dann halt nicht, und die war bei ihrer Familie. Ach so. So, und wir hatten immer, ne, das Leben der Handygesellschaft. Also da war deine Freundin, war weg und du bist mit zwei anderen Frauen nach Hause gekommen. Genau. Und hast dann eine große Sex-Session gefeiert. Genau, dann haben wir halt nachts Sex gehabt miteinander und meine Freundin hat halt versucht, mich zu kontaktieren, halt gute Nacht und schlaf gut und ich hatte aber nicht darauf geantwortet und sie wurde schon misstrauisch und so und ja, und dann ist sie halt die 150 Kilometer zu mir gefahren und hat mich dann in Flagranti direkt erwischt. Oh, weia, du mit zwei anderen Frauen in eurem Bett. Genau. Das ist nicht schön. Ja. Und da? Dann, ja, die hat mich halt gefragt, ob ich einen schönen Abend habe. Mhm. Und dann bin ich halt ertappt, wie ich war. Also ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, hab total scheiße reagiert. Bin aufgesprungen, bin aus dem Zimmer raus, hab dann gefragt, was sie für eine Unverschämtheit hätte, einfach hineinzuplatzen in das ganze Geschehen. Also Das auch noch? Ja, und dann hab ich sie halt rausgeschmissen aus unserer gemeinsamen Wohnung, hab sie nach Hause zu ihrer Mutter geschickt und naja, dann war erstmal Schluss. Mhm. Ne? Weil sie hat mich halt als Lügner und als Querulant und alles bezichtet und alles. Ja, und dann bin ich halt wieder zurück zu meiner Mutter gezogen. Wir haben halt auch Rollen nicht getrennt, haben die Wohnung aufgegeben. Und dann bei meiner Mutter hat sie mich halt öfters besucht und wir hatten halt bei meiner Mutter dann immer Geschlechtsverkehr gehabt, immer wenn sie da war. Also das war alles ziemlich. Du und die Freundin. Und meine Ex-Freundin, genau, mittlerweile Ex-Freundin, also wir haben uns jetzt getrennt. Wie ist denn das, ist eine komische Geschichte, wie ist das denn ganz im Moment, jetzt? Ist sie immer noch deine Ex-Freundin, oder? Ja, jetzt haben wir jetzt gar keinen Kontakt mehr, halt, weil ihre Mutter hatte die ganze Zeit schon was gegen mich. So, und meine Mutter mochte sie sehr, aber sie hat gesagt so, nee, sie kann so nicht weitermachen und so, sie bräuchte halt erst ein bisschen Abstand und und dann habe ich mir halt einen guten Scherz erlaubt, habe ich, und zu dem Thema morgen, was du da hast, dann habe ich mir halt einfallen lassen, so, ja, tut mir leid, ich war beim Arzt und ich musste dir was Schlimmes mitteilen und dann per SMS halt und dann hat sie sich halt untersuchen lassen, war negativ, ganz klar. Moment, was hast du ihr gesagt? Ich musste dir was Schlimmes mitteilen? Ja, ich habe einen Scherz gemacht halt, dass ich angeblich AIDS hätte. Ah, Mike, ist das so wirklich, da ist er aber der Gipfel ist aber Schluss mit lustig. Ja, ich weiß. Also da ist wirklich Schluss mit lustig. Was ist denn das für ein Affentheater da bei euch? Ja, du bist 25 Jahre alt. Ja. Jetzt ist Funkstille im Moment. Ja, im Moment ist gut, jetzt seit einem halben Jahr jetzt. Ja. Aber das Problem ist, ich war danach noch mal in einer kurzen Beziehung und habe mich aber trotzdem immer wieder zu anderen Frauen hingezogen. Weißt du, was ich ganz einfach glaube? Dass du dich da auf irgendwelche Beziehungen einlässt, wo gar keine große Liebe im Spiel ist. Aha. Und dass du dann relativ schnell Bock hast auf andere Frauen. Warum machst du es denn nicht ganz einfach anders? Tob dich aus, hab 100 Frauen von mir aus und warte, bis es wirklich richtig einschlägt und ich bin sicher, dass du dann zumindest für eine ganze Weile auch nicht nach anderen Frauen guckst, wenn du richtig verknallt bist. Das denke ich nämlich auch, weil ich kann nämlich nicht vorstellen, dass, ich war früher nie so, also früher habe ich nie zu Fremdgehenden geneigt, also ich war immer ziemlich treu, hatte auch längere Beziehungen, also 3,5 Jahre lang oder noch länger. Ja. So, und dann auf einmal wurde ich betrogen und seitdem an es hat halt eskaliert, also ich weiß nicht. Du wurdest betrogen? Einmal, ja. Mhm. Weil ich hatte eine jüngere Freundin und dann hatte ich halt ein bisschen mit dem Sex gewartet. Ja. Und ja, sie wollte aber früher Sex und die Eltern hatten auch schon gesagt, wir haben nichts dagegen, ihr seid ja alt genug, ihr wisst ja, was ihr da tut, Hauptsache ihr verhütet, Pille und Kondom etc. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, nee, ich muss schon einen richtigen Moment abwarten und dann ist sie halt auf Klassenfahrt gegangen, meine damalige Freundin. Und da ist es passiert. Und, genau. Da ist aber du bist ja nicht so ein Sensibelchen. Weil einmal betrogen wurde, jetzt völlig ausrastet und sich nicht mehr auf Beziehungen einlassen kann, so ein Kram. Quatsch. Ich glaube, du musst die Hörner erstmal abstoßen. Und wenn ich weiß nicht wirklich, wenn du jetzt in so einer Lebensphase bist, dass du einfach Bock hast auf viel Sex und mit vielen Frauen, ist so okay, dann mach es. Aber dann lass dich nicht auf eine Beziehung ein, sondern hab lose Kontakte zu Frauen. Und ich bin sicher, wenn das richtig reinrasselt in dein Herz, wenn eine richtig große Liebe da ist, ist dieses Thema auch erstmal auf dem Tisch. Ja, das denke ich eigentlich auch. Ja, so würde ich es machen. Würde ich mir gar keinen Kopf groß machen jetzt.
Ja, ich hatte mir halt nur Sorgen gemacht, ob ich da irgendwie mein Leben lang zu neigen wäre. Glaube ich nicht. Ob das irgendwie so eine Einstellung wäre von mir. Dafür ist es noch, weißt du, wenn wir in 10 Jahren nochmal telefonieren, ja. Und ja, dann ist es immer noch so, dann wird's heikler, dann müssen wir irgendwas unternehmen. Ja. Aber im Moment finde ich das alles noch im Normenbereich. Darf ich dir noch eine Sache sagen? Bitte. Und zwar dein Vorredner gerade, der Anrufer, mit der Situation mit seinem Vater. Also meine Mutter ist auch schwer krank, die liegt im Moment im Krankenhaus, war vorher auf der Intensivstation. Die hat noch 17% Lungenfunktion. Die hat ein Lungenendym, wie das heißt. Ja. Und ich wollte einfach nur sagen, so, meine Bruder und ich, wir neigen auch dazu zu Schlägereien und einfach nur, das bringt absolut gar nichts, ja, weil dadurch machen die Eltern sich noch viel mehr Sorgen und das steigert natürlich die Krankheit, also der... Ja, stimmt, gutes Argument. Ja, du hast recht, ja. Der ganze Herd im Körper, der neigt ja dann dazu noch mehr auf Adrenalin und das steigert ja die ganze Krankheit, also schon, sollte ja schon ruhig bleiben. Und so. Ja, guter Rat, finde ich richtig. Dass man kräftig ist und dass man zueinander hält. Ja, finde ich gut. Mike, danke dir und dir alles Gute. Ja, und dir auch für deine Sendung. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, auch jetzt nochmal der Hinweis für morgen. Morgen heißt unser Thema, ich habe mich angesteckt. Möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich irgendwo infiziert haben, mit irgendetwas, vielleicht mit ganz schlimmen Krankheiten, unwissentlich, vielleicht auch im Ausland mit ganz exotischen, seltsamen Erkrankungen und vielleicht auch schon vor sehr langer Zeit und haben ihr ganzes Leben, ihr restliches Leben seitdem daran zu leiden. Also ich habe mich angesteckt, unser Thema morgen, und wenn ihr gerne dazu sprechen wollt, dann meldet euch über Mail oder halt übers Telefon. Weiter geht es mit dem Sven, und Sven ist 30. Guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Jo, erstmal möchte ich ein großes Lob loswerden. Das ist ja also, nett von dir. Ja, also ich sehe die Sendung schon seit vielen Jahren, habe kaum eine verpasst und irgendwie gehört Domian doch schon zu meinem Leben dazu. Zum Einschlafen so, bevor man dann ins Bett geht. Ja, auch so. Ja. Das mal vorweg. Sehr nett von dir, vielen Dank. Ja, mein Thema ist der Grand Prix vom Samstag. Ach, der Grand Prix vom Samstag. Ja, genau. Den ich gar nicht live gesehen habe. Oh, das ist eine Sünde. Ah, ja. Aber ich kann mitsprechen, ich habe viele Ausschnitte gesehen. Ja. Und ich bin entsetzt über den Sieger. Du auch? Nee, irgendwie nicht. Du findest Lordi gut? Also ich muss eigentlich mal sagen, also ich habe die Nachshow da, nach dem Grand Prix, und ich muss ehrlich sagen, ich habe Georg Ückers Statement, kann ich voll nachvollziehen. Was hat er gesagt? Ja, er hatte gesagt, also das Outfit ist gewöhnungsbedürftig, aber der Song, der war schon sehr gut. Ja. Das hat er so gesagt im ARD-Fernsehen, genau. Also war es denn für dich auch schon ein Favorit während der Show, dass du dachtest, die finde ich gut, die könnten es werden? Also das Lied, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe ja auf solche Musik. Ach so, ja gut, wenn du so ein eher, ja, was ist das, Hard Rock, ja. Ja, so Rockmusik Rock, kann man sagen, ja, doch schon. Dann ist das natürlich schon mal eine gute Grundlage, ne? Ja. Das denke ich auch. also ich fand also den Grand Prix im Vergleich zum letzten Jahr wesentlich besser, das lag auch an den anderen Künstlern, also ich habe sehr viele gute Sachen gehört. Und auch Texas Lightning fand ich super, super klasse. Die ja nun leider sehr abgeschmiert sind, ne? Ja, das stimmt. Also ich hatte eigentlich so gerechnet, dass sie so unter die ersten 10 landen werden. Ja, und nun waren sie 15, glaube ich, ne? Oder 16? Ja, 15, ja. Das liegt doch an den Punkten zusammen, die irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass wir Deutschen einfach in dieser Eurovisionswelt da keine Schnitte haben. Die mögen uns nicht, die wählen uns nicht. Keine Lobby, das ist richtig. Keine Lobby. Ja, ganz genau. Heute lese ich irgendwo in der Zeitung, das unbeliebteste Volk auf der Welt sind die Franzosen. Warum auch immer. Und das zweitunbeliebteste Volk ist wer? Das sind wir. So, da können wir uns anstrengen. Da müssen wir unsere Nicole nochmal hinschicken mit ihr ein bisschen Frieden. Vielleicht gelingt das nochmal. Ja, gut. Also. Nee, die würden sie heute, glaube ich, auslachen, wenn die mit ihrer Gitarre da sitzen würde und ein bisschen Frieden. Natürlich. Die Zeiten sind vorbei. Glaubst du denn, dass Vicky Leandros oder Thomas Anders besser abgeschnitten hätten, ist natürlich immer müßig, hinterher darüber zu reden, aber glaubst du, was meinst du? Also der Vorentscheid, also die Songs, die da waren, also da fand ich Texas Lightning doch schon ziemlich am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich immer kritisieren muss, dass die nicht auf Deutsch gesungen haben.
Ja, aber welche Nation singt denn heute noch auf Deutsch? Entschuldigung, in ihrer Landessprache. Naja, einige schon. Ja, einige schon. Und ich finde, das ist ein internationaler Liederwettbewerb. Und das ist, Deutschland ist so ein großes Land und so viele Menschen in Europa sprechen Deutsch. Finde ich, dass die auf Deutsch singen sollen. Ist definitiv meine Meinung. Aber ich weiß es auch nicht, ob auch die Zeit von Wiki Anders, ich mag die schon sehr gerne, aber ich glaube, die hätte da auch keine, hätte auch nichts gerissen. Nein, das denke ich auch. Thomas Anders sowieso nicht. Oder? Nee. Ja. Ich finde ja auch mittlerweile sehr lustig, dass das so eine Akrobatik-Show ist. Die sind ja wie die Jecken, tanzen die da ja. Die tanzen und turnen ja auf der Bühne, die ganzen, also ganz viele Interpreten und Musiker. Ja, so zum Beispiel die netten Herren aus Litauen. Zum Beispiel. Obwohl, das fand ich wiederum auch ziemlich klasse. Also, das ist mal was anderes. Wie fandst du Russland? Nicht so. Ich fand den netten Herrn aus Bosnien sehr gut. Ja. Also, der wäre für mich, also, der ist ja auch auf Platz 3 gelandet. Also, der wäre neben Lordi, ich fand auch die Schwedin sehr gut. Ja. Die hat man ja schon ein paar Mal beim Grand Prix gesehen. Also, wirklich eine tolle Frau. Hattest du eigentlich dann, von... Ja. Und dann... eigentlich schon Texas Lightning danach, so ungefähr. Glaubst du, dass das Lied von Texas Lightning in Deutschland ein Hit wird? Ja, ist es ja schon. Ist es eigentlich schon, ne? Es wird sehr viel gespielt. Ich weiß gar nicht, wo es in den Charts steht im Moment. Nee, auf Platz 1. Auf Platz 1 steht es? Ja. Siehst du, bis jetzt bin ich hier sehr schlecht informiert. Das hat die beiden Superstar-Kandidaten schon verdrängt. Ja, gut. Es ist natürlich auch ein Ohrwurm und es geht von der Melodie gut rein. Hattest du, wollte ich gerade fragen, kanntest du Lordi vorher schon? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich habe das im Halbfinale gesehen. Ja. Es sagt, man hat es auch schon vorher mal gesehen, also dass der quasi für Finnland antritt. Mhm. Ich kannte halt nur das Lied noch nicht. Also ich gönne es ja Finnland, bin alter Finnland-Freund und gönne es den Finnen wirklich von Herzen. Heute macht die Bild-Zeitung mit einem Bild auf, wie Lordi in Wirklichkeit aussieht. Hast du es gesehen? Stimmt, ja. Das ist überhaupt nicht mehr gruselig, sondern das ist ein ganz normaler, eigentlich stinklangweilig aussehender Mann. Ja, natürlich. Also mein Geschmack ist es nicht so. Ich glaube nicht, dass es ein großer Hit werden wird, wie nichts ein großer Hit wurde in der letzten Zeit von den Grand Prix-Siegertiteln. Ja. Wissen wir noch, was vor 2 Jahren war? Ich weiß es nicht mehr. Oder vor 3 Jahren? Vor 2 Jahren? Ja, weißt du es noch? Ja. Na, was? Ich glaube, das war die Türkin. Vor 2 Jahren. Ja, stimmt. Sertab, Irren, genau. Aber das Lied ist weg. Ich habe überhaupt nichts mehr im Ohr. Ja, natürlich. Ja? Also das ist irgendwie, jeder Siegertitel ist irgendwann nach 2-3 Wochen. Also, ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr laufen wird. Und ich bin mal gespannt, ich habe das auch nicht richtig geblickt hier in Deutschland, warum nur gerade die 3 da ausgewählt wurden. Texas Lightning, Wiki Leandros und Thomas Anders. Wahrscheinlich ist das erklärt worden, aber letztendlich habe ich es nicht kapiert. Ich habe es nicht mitbekommen. Nee. Wäre vielleicht schöner, wenn man das doch wieder in einer größeren Show macht und wenn man abstimmt und wenn da vielleicht auch noch andere eine Chance hätten. Ich hätte übrigens einen Favoriten für den nächsten Vorentscheid. So, da sind wir aber sehr gespannt, wen du vorschlägst. Ja, ich hätte gerne ein Duett von Max Mutzke mit Joy Fleming. Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin großer Joy Fleming-Fan, Max sowieso und die beiden zusammen wären natürlich... Aber auch das würden diese ignoranten alten anderen europäischen Völker würden uns nicht wählen. Nein. Da können wir die Beatles neu aufleben lassen, die würden sie uns nicht wählen. Ja, eben. Leider ist es so. Wir sollten gar nicht mehr mitmachen. So nicht. Aber jetzt erst recht und irgendwann schaffen wir es vielleicht doch dann nochmal. Ja, irgendwann. Ja. Also, das war der Lordi-Fan Sven. Danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Deinen Beitrag zum Grand Prix. Wir sagen ja alle immer noch tapfer Grand Prix, ne? Obwohl das gar nicht mehr Grand Prix heißt. Nee, nicht mehr. Aber für mich ist es Grand Prix, für dich auch. Für mich auch, auf jeden so, Fall. So, das ist doch ein Wort. Lieber Sven, alles Gute. Ja, darf ich noch ein Autogramm haben? Ja, wir rufen dich nochmal an. Alles klar, tschüss. Grit ist hier und Grit ist 24. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Grit. Hallo, Das ist aber auch ein nordischer Name, ne? Grit. Ja, Ostdeutsch, ne? Ostdeutsch. Ja. Nicht Schwedisch. Nein. Grit. Nein. Geht's? Mein Thema ist ein Überfall. Ich jobbe an der Tankstelle und ich bin Mittwoch überfallen worden. Ja, und... Am Tag oder nachts? Abends. Also ich habe um 22 Uhr Schluss gemacht und dann schließe ich eigentlich immer zu und wollte dann durch die Hintertür raus und da standen dann 2 maskierte Männer vor mir. Hast du viel Geld bei dir?
Gar kein Geld. Ja? Ich wollte nur eigentlich den Müll rausbringen und ansonsten hatte ich die Kasse auch schon geschlossen. Also das wird alles in den Tresor geworfen. Das einzige Geld, was ich hatte, war die Wechselgeldkasse für die nächste Schicht am nächsten Morgen. Ach, das Hauptgeld war schon abgeholt, oder wie? Ja, das war noch da, aber da komme ich ja gar nicht ran, weil ich keinen Schlüssel habe für den Tresor. Erzähl, wie es dann weitergeht. Ja, und dann haben sie mich in die Tankstelle reingedrängt. Und haben natürlich das Geld gefordert. Das ging alles unglaublich schnell. Also nach vier, fünf Minuten waren die wieder weg. Mhm. Das lag aber nur daran, dass ich dann nicht geschaltet habe in dem Moment. Ich konnte überhaupt nicht nachdenken. Sonst wäre das auch noch schneller gegangen. Mhm. Und ja, dann waren die weg und ich habe die Tür zugezogen, abgeschlossen und bin mit dem Schreck davongekommen. Jetzt erklär mir das doch noch mit dem Geld. Du kamst dann doch ran an das Geld oder wie? Nein, nur an die Wechselgeldkasse. Die wird am Abend immer fertig gemacht für die nächste Schicht am nächsten Morgen. Und das Hauptgeld, wo war das? In Tresor. Also der Tresor ist unter der Bedientheke im Laden. Und den kannst du nicht bedienen, den Tresor? Nein, den Schlüssel hat der Chef. Da ist nur so eine Schublade dran, so, da legt man das Geld rein. Ah, sehr geschickt. Ja, und ja. Dann kommt man auch nicht mehr ran. Ich verstehe. Mhm. Also ich hätte machen können, was ich will. Ich wäre nicht an das Geld gekommen. Ja. Also die Beute waren 1.000 Euro. Was ja nicht so. Und du bist mit dem Schreck davon gekommen? Ja, gerade so. Aber ich habe jetzt einen leeren Tank und kann keine Tankstelle mehr betreten. Kann ich verstehen. Waren die maskiert? Ja, ja, und hatten Pistolen. Hatten Pistolen. Ja. Da hat man, haben die viel mit dir gesprochen? Nein, eigentlich gar nicht. Die waren relativ panisch und wollten immer das Geld, haben das wiederholt. Und das war es letztendlich schon. Hast du Aussagen, du hast das alles natürlich bei der Polizei ausgesagt? Ja, ja, ich saß da bis morgens um 5 bei der Polizei noch. Und die haben sie auch gekriegt jetzt schon. Ach, die haben sie schon bekommen? Ja, ja. Ah, ja. Der Polizeikommissar rief mich an. Also jetzt am Wochenende haben sie geschnappt. Das ging mal flott. Ja, die hatten noch eine Spielbank überfallen. Ah ja, da hat man natürlich wirklich Angst, sich dann wieder der Arbeitssituation noch auszusetzen. Ne? Ja, ich jobbe da nur im Winter. Also das war eh meine letzte Schicht. Ich werde erst im Dezember wieder anfangen. Mhm. Nur das Problem ist jetzt, die Genossenschaft hat mich angerufen, ich soll doch eine Therapie machen. Und ich sträube mich so gegen den Gedanken jetzt, weil eigentlich geht es mir gut. Es ist nur das Problem, dass ich eben nicht in Tankstellen gehen kann. So. Jetzt ist die Sendung vorbei. Und wie wir dieses Problem lösen, das lesen können wir bestimmt durch eine gute Beratung mit meiner Psychologin jetzt lösen. Ja. Das wirst du jetzt gleich erfahren. Du legst auf und wir rufen dich nochmal an. Okay.